Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe Mein Senf. Und da geht es ja immer ungeschnitten um Themen, die mich gerade so interessieren. Leider schaffe ich es bis zum Wochenende nicht, eine neue News aufzunehmen. Ihr seht, hinter mir ist absolutes Chaos gerade. Und das muss erstmal fertig werden. Aber deswegen hier diese Ausgabe. Und zwar geht es heute mal darum, dass Analysten aus dem Magazin Nikkei aus Japan gerade sagen, dass die Nintendo Switch voraussichtlich die Wii und die PS2 weit überholen wird und zwar am Ende 200 Millionen Einheiten absetzen wird. Zum Vergleich, die Nintendo Wii hat knapp 100 Millionen Einheiten geschafft und die PS2 ist momentan Rekordhalter mit knapp 150 Millionen Einheiten und das ist schon eine Hausnummer, muss ich mal sagen. Doppelt so viele verkaufte Konsolen wie die Wii wäre schon krass. Momentan halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, denn das Bild, was ihr hier gerade seht, hier neben mir, ist quasi die Verkaufsstatistik der ersten Monate der Nintendo Switch im selben Zeitraum, wie oft die sich verkauft hat. Und die geht momentan steil nach oben. Wir sehen zum Beispiel die gelbe Linie, das ist die Nintendo Switch. Das heißt, sie geht jetzt schon wesentlich höher als alle anderen Konsolen zum Anfang. Sogar die Wii wurde jetzt schon überholt, denn die Wii ist nach knapp 25 Millionen Einheiten wohl direkt wieder gefallen. Naja, und dann sehen wir halt den GameCube, die Nintendo 64 und das Super Famicom. Und ja, man muss es natürlich immer ein bisschen auf den Zeitraum sehen, der da abgebildet ist, aber es zeigt schon einiges, was die Nintendo Switch so bedeuten könnte für die nächsten Jahre für Nintendo. Nintendo sagt ja, 6 bis 7 Jahre soll das Ding laufen. Unvorstellbar wäre es nicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Nintendo Switch, die ja jetzt schon Downgrades kriegt, ohne es böse zu meinen, später dann noch weiter abgehangen wird, einfach von Third-Party-Konvertierungen, wenn irgendwie PS5 oder Xbox 2 whatever rauskommt, dann kriegen wir halt immer mehr ein Problem. Nintendo muss dann halt dafür sorgen, dass eine neue Hardware-Revision erscheint, die auch abwärtskompatibel ist, siehe PS4 Pro und Xbox One X meines Erachtens nach. Sonst wird die abgehangen und dann sieht das so ähnlich aus wie bei der Wii. Und viel erstaunlicher finde ich, dass dieser Strich schon über die 32 Millionen Einheiten offensichtlich geht. Muss man mal sehen, ob das der Wahrheit entspricht. Das sind natürlich alles grobe Schätzungen, aber ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Könnte die Switch wirklich 200 Millionen Einheiten schaffen? Ich meine 200 Millionen Einheiten. Dazu muss man auch sagen, man weiß ja gar nicht, was in der Zukunft alles noch kommt. Wie entwickeln sich die Speicherpreise für die Speicherkarten? Wird es nur noch Downloads geben? Welche Hardware-Revisionen kommen? Von Hori ist zum Beispiel jetzt ein Controller, ein Joy-Con erschienen, der ein Steuerkreuz hat. Was viele Leute erwarten. Das Problem ist halt bloß, der ist wesentlich abgespeckter im Vergleich zu den normalen Joy-Con von Nintendo, denn der ist nur im Handheld-Modus verwendbar. Der hat keine Bewegungssensoren, der kann wahrscheinlich auch kein HD-Vibration, ich weiß es jetzt gerade nicht, habe ich jetzt nicht im Auge das Bild. Aber krass wäre es schon. Was man auch dazu erwähnen muss, bei der Nintendo Switch, die Hersteller, die davon betroffen sind, wie zum Beispiel Minebea Mitsumi, der hauptsächlich für das Innenleben der Konsole verantwortlich ist, der hat einen Wertanstieg von 60% erfahren. Und selbst Capcom, 17 Jahreshoch durch die Nintendo Switch. Und das ist momentan mega Hype. Aber wie lange soll es anhalten? Meistens halten ja Hype so 1-2 Jahre und dann flacht es wieder ab, aber vielleicht wird es wirklich ein dauerhafter Erfolg. Na gut, ich will euch nicht länger zuquatschen, ich will eure Meinung zu dem Thema wissen und wenn euch das Format gefällt, lasst doch den Daumen nach oben da und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video, ciao.